That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu dieser nächsten Folge von der FIFA 18 Torwartkarriere. Jawohl, und wir starten direkt mal rein mit dem guten alten Training. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was in der letzten Folge alles passiert ist, aber sie ist hoffentlich, wenn ich dran denke, im Infokasten verlinken, könnt ihr sie euch auf jeden Fall angucken. Und ja, ich bin gespannt. Also das heutige Ziel natürlich wieder, uns zu verbessern. Denn wer neu auf dem Kanal ist, uns noch nicht mitgekriegt hat, ich probiere mich natürlich auch an der Torwartkarriere, denn das ist schon was Cooles. Aber ich bin noch nicht so gut, wie man gerade im Training merkt. What the fuck mache ich gerade? Ich bin noch nicht ganz so gut und ja, auch mein Spieler hier auch noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir einfach trainieren. Alter, war der knapp. Zack, voll mit meinen Eiern, Alter. Zack, den haben wir auch. Den auch, da läuft doch der Hase, super. Den müssten wir jetzt auch kriegen, perfekt. Wir haben ein A, nächste Einheit. Das nächste ist, also die Übung, was jetzt kommt, die finde ich echt sehr, sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist einfach, also sie bringt immer ein A und das passiert auch oft im Spiel, dass jemand irgendwie reinflankt oder so, du den dann wegfausten kannst. Also es ist echt so, da denkst du dir im Spiel, gut, dass du die Übung gemacht hast. Also das bringt es tatsächlich manchmal. Ach, fuck. Der ist mir durchgeflutscht, Leute. Richtig hart durchgeflutscht. Zack. Also die Übung ist auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das Beste daran. Okay, bis gleich. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Premiere bei allen Übungen A. Also einmal habe ich das ja schon mal geschafft bei allen Übungen A. Aber die eine Freistoßübung, die war echt immer scheiße. Jetzt haben wir es nochmal geschafft bei allen Übungen A. Wer von mir die Trainerkarriere noch nicht kennt, da spielen wir mit Hansa Rostock. Und jetzt spielen wir gegen Hansa Rostock, die Platz 1 sind. Und wir sind Platz 5. Und ja, es wäre natürlich sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt gewinnen. Deswegen schauen wir einfach mal. Let's go. So, wir spielen in Rostock, Hansa Rostock gegen die Würzburg Kickers. Let's see what happened. Oh, wie knapp das war, meine lieben Freunde. Bin ja fast ausgegastet hier. Ach, komm. Der hätte drin sein müssen. Der hätte echt drin sein müssen. Oh, der Torwart kratzt den da raus. Vielleicht nochmal. Nein. Chance vereitelt. Halbzeit, meine lieben Freunde. 0:0. Wenig Chancen. Hansa Rostock hatte eine ansatzweise gefährliche Chance. Und wir hatten eine, die war richtig gefährlich. Aber auch die ging daneben. 0:0. Und wir gucken einfach mal, dass wir in der zweiten Halbzeit auch kein Tor kassieren. Das wäre wirklich wichtig. Den haben wir. War ein Ball, der aufs Tor kam. War aber sehr vorhersehbar gespielt. Also hätte er jetzt nicht geschossen, wäre es besser gewesen wahrscheinlich. Hätte da irgendwie noch was gemacht, aber so ist es besser für mich. Und steht weiterhin 0:0. Und es gibt Strafstoß. Zwei Ecken hintereinander, dann Strafstoß. Hand wahrscheinlich mal wieder. Bäh. Voll behindert jetzt. Ja, keine Ahnung. War wahrscheinlich Hand. Ja, das wird jetzt schwer, den zu halten. Das wird jetzt schwer, ja. 1:0 für Hansa Rostock. Alibas macht ihn. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich sag's trotzdem. Elfmeterschießen kann ich eigentlich gut, aber halt nicht. Also das, ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich Elfmeterschießen voll gut kann. Aber ich meine, wenn ich jetzt so als Schütze so
Ich entscheide mich in FIFA vor allem, auch in Real Life geht auch manchmal so, ne, wenn man ab und zu mal einen Elfmeter kickt, aber in FIFA vor allem, da entscheide ich mich oft für die richtige Ecke als Schütze, aber halten kann ich sehr, sehr selten welche. Das kann mein Vater tatsächlich ziemlich gut. Grüße gehen raus. Das kann er auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Und ja, ich aber nicht. Ja, Mann! Super gespielt! Und drehen das Ding! Yes, yes, yes! 1:1! Ausgleich! Die Fans gehen ab und ich auch. Das freut mich. Also es ist so ein Spiel, so irgendwie fehlt was. Und ja, da wir jetzt ein Elfmeter-Tor kassiert haben, finde ich es gut, dass wir ausgleichen. Jetzt nochmal der Fehler von dem Abwehrspieler. Hüssing ist es, glaube ich, gewesen. Mit Hansa Rostock kenne ich mich ja ein bisschen aus. Komm, jetzt vielleicht ausnutzen. Schieß mal, Torwart hat ihn. Aber kein schlechter Schuss. Kann man nicht sagen. Und drin! Der war drin! 1:2! Oh Mann! Yes, Mann! Das schmeckt ja, du! Das schmeckt! Nach einem Eckball! Zack! Und ganz, ganz knapp, der springt ja noch raus. Gibt's eine Torlinientechnik eventuell? Also man sieht, man hat's gerade gesehen. Aber es wird wahrscheinlich keine Torlinientechnik geben. Nee. Heftig. Das ist heftig, wir drehen das Spiel hier. Es sind noch 15 Minuten. Aber das war jetzt schon mal geil. Oh, fuck, Mann. Fuck. Nein! Was geht hier jetzt ab? 2:2. Das ist immer so knapp, ne? Ich meine, ich sag's ja jedes Mal, ich bin nicht der perfekte Torwart. Und hab mich auch nicht perfekt bewegt wieder in dieser Situation. Bin einfach ein bisschen zu langsam, aber... Na, ich hab jetzt am Ende, stand ich nicht schlecht und wusste auch, wohin er schießt. Aber ich kriege ihn nicht. Fuck. Komm, mach noch eins. Es ist wieder unentschieden. Noch eins und wir haben gewonnen. Denke ich mal, hoffe ich. Komm. Komm, nochmal irgendwas. Ja, du hast ihn. Schön. In die Mitte. Nochmal in die Mitte. Fuck it. Mann, Alter. Spannung grad. Den haben wir. Dann sind wir wachsam. Komm nach vorne. Renn, mein Junge. Renn. Zack, den haben wir. Kein schlechter Schuss, aber ich stand gut und hab's gesehen. Nice one. Ecke nochmal. Jetzt kein Eckballtor kassieren oder irgendein Elfmeter oder so. Nee, okay. Ball ist weg. Es ist aus. Wir haben unentschieden gerettet. Wir haben ein 2:2. Mir kann keiner vorwerfen. Ich hab zu schlecht gehalten, wir hätten sonst gewinnen können. Das ist klar, immer hätte was besser laufen können, aber ich hatte, wie viel hatte ich gerade? 2 Gefangene, eine Parade oder andersrum. 2 Paraden und einen Gefangenen. Nicht schlecht, das ist nicht schlecht und man kann nichts sagen. Alles okay. So, dann springen wir mal rein direkt in das nächste Training und gucken einfach mal, dass wir uns natürlich wieder verbessern. Wie gesagt, also mir kann keiner vorwerfen, dass das jetzt grottenschlecht war und den Elfmeter ich halten hätte müssen und das andere war schlecht von mir bewegt. Ich weiß, dass ich Fehler mache, aber ich habe auch 2, 3 gut gehalten. Und ja, Fehler ist bei mir sowieso klar, dass welche kommen. Zack, den haben wir. Ich bin ein bisschen zu hektisch oft, auch hier jetzt zum Beispiel. Ich muss einfach stehen bleiben, weißt du, du musst... In Real Life könnte ich das wahrscheinlich noch besser als hier im Game. Du musst einfach den Schützen unsicher machen. Du darfst dich nicht, der Schütze darf nicht dich unsicher machen, sondern du musst ihn unsicher machen. Aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja, guck mal, der kommt so richtig nahe.
Und er bewegt sich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und ich bewege mich mit. Also ich bewege mich mit ihm nach links, nach rechts. Und ich müsste echt einfach stehen bleiben und sagen, okay, du machst, ich bin selbstbewusst, ich bleibe jetzt hier und hab den sowieso dann. Was war das jetzt? Und ich müsste quasi so damit dem Spieler zeigen, dem Stürmer, dass ich der Bessere bin. Und ja, das wäre wahrscheinlich besser und klüger. Aber das kriege ich nicht so hin. Komm, vielleicht kann ich es jetzt mal ausprobieren. Im Training kann man natürlich solche Sachen ausprobieren. Dass der jetzt reinging, das war jetzt ein bisschen traurig, aber naja. Den haben wir schön gehalten, guter Reflex. Zack, den haben wir auch nicht schlecht. Also das bringt mich manchmal echt so ein bisschen in Schwierigkeiten, dieses Hin- und Herhüpfen. Aber naja, wir trainieren weiter. Let's go, bis gleich. So, diesmal dreimal A, einmal B. Wie gesagt, eine Freistoßübung, ein A zu schaffen, das ist für mich echt schwer. Aber ein B reicht definitiv auch. So, was ist jetzt Ziele hier? Haben wir alles geschafft, perfekt. Bester Torwart der Welt. Hier die neuen Ziele. Ja, 9,0er Bewertung, das ist glaube ich nur irgendein Bug. Das kann nicht sein, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber okay, wir spielen gegen Zwickau. Auf welchem Platz sind wir jetzt und auf welchem ist Zwickau? Wir sind tatsächlich auf Platz 6, okay, wir sind einen runtergerutscht. Ich meine, gut, gegen Platz 1 und Unentschieden, das ist schon okay. Zwickau ist Platz 16. Die sollten wir auf jeden Fall besiegen und wieder uns 3 Punkte holen. So, und damit willkommen zu Hause in Würzburg gegen eben Zwickau. Und ja, wir gucken einfach mal, was das jetzt wird. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier schon gut gewinnen, deutlich gewinnen, um wieder ein bisschen was wegzumachen. Also, keine Ahnung, 3 Punkte auf jeden Fall und vielleicht eine Tordifferenz irgendwie ein bisschen verbessern. Aber ja, mal gucken, man kann nichts sagen. Auch kleine Mannschaften wie Zwickau, die jetzt noch nicht so weit oben sind wie wir, die können auf jeden Fall hier auch rasieren, denn wir sind ja noch nicht so weit in der Liga. Ja, 1:0. Nach 14 Minuten, da fällt schon das erste Tor. So gefällt mir das. Bitte macht weiter so. Bitte macht weiter so. Es war schön mit der Hacke hier. Zack, boom, rein. Nice one. Zack, den hätten wir nicht haben müssen, aber haben wir gehabt. Das bringt uns natürlich Punkte, wenn wir den hier klären können, beziehungsweise unsere Verteidiger. Aber der wäre auf jeden Fall ins Außennetz, den hätten wir nicht haben müssen. Das war gut gespielt. Den hätte ich auch nicht mehr bekommen, wäre er aufs Tor gekommen. Aber er ist, ja, ein gutes Stück daneben. Den haben wir auch. Wie gesagt, die eine Übung, die zahlt sich echt aus. Das war jetzt auch so eine Situation. Einfach, da flankt jemand rein. Und ja, du kannst ihn abfangen durch diese Übung, hast es gut trainiert, passt perfekt. Halbzeit. 1:0, ja, knapp. Knapp, aber nicht schlecht, kann man machen, ist okay. Also Zwickau probiert es ab und zu. Die spielen sehr schnellen Fußball, ich bin aus dem Spiel getappt. Auch cool, wo ist die Maus jetzt? Ja, 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 ja. 2:0, das ist das Tor. Ich habe schon gebankt, wenn jetzt nämlich kein Tor fällt, habe ich jetzt gedacht, dann ja, kriegen die anderen noch eine richtig gute Chance und dann geht er entweder rein oder ich halt. Und wenn ich es dann verkack, bin ich wieder der Arsch, aber hier wurde abgefälscht, der Torwart war dadurch schon ausgeschaltet. Und man musste nur noch reinmachen. Und Jopek hat's geschafft. 84. 2:0. Oh! Alter! Scheiße, was war das zur Hölle, Alter? What the fuck? Wie der da durchgekommen ist, war allein schon lächerlich. Okay, er kommt an. Wie der da durchgekommen ist, war schon lächerlich.
Und mein Torwart ist voll komisch gesprungen. Ich habe voll arg nach rechts gedrückt und der ist nur so ein Pfitzelchen gesprungen. Aus ist es. 2-0 gewonnen. Der Sieg geht in Ordnung. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, richtig krass. Aber 2-0 ist auf jeden Fall in Ordnung. Ein Ball gepariert, einen gefangen und eine Flanke, die wir abgefangen haben. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon von diesem Part. War eine durchwachsene Folge, kann man nicht sagen, dass es eine Glanzleistung von uns war. Aber wir waren auf jeden Fall nicht schlecht. Wir spulen noch ganz kurz vor. So, dass wir nochmal auf die Tabelle blicken können. Osnabrück ist tatsächlich Erster. Hansa Rostock Zweiter, Magdeburg Dritter, Chemnitz FC Vierter. Und wir sind wieder auf Platz 5. Und ja, gegen wen spielen wir jetzt? Gegen Paderborn, okay. Auf welchem Platz sind die? 10, so mittig. So, ja, ein bisschen unter uns. Also ich hoffe, dass wir irgendwie das Spiel gegen die gewinnen können. Und ja, damit wären wir dann auf jeden Fall auf Platz 4. Und man muss ja sagen, guck mal hier, Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4, die haben alle 42 Punkte. Und ich denke, dass einer von diesen vier Mannschaften unentschieden spielen wird oder verlieren wird, deswegen wären wir dann auf jeden Fall auf Platz 4. Und wir haben auch eine ziemlich gute Tordifferenz, die sehe ich gerade, also ich dachte, die wäre viel schlechter. Naja, auf jeden Fall, wenn wir gewinnen, wäre es auf jeden Fall gut. Das ist immer gut. Ich würde sagen, was auch gut wäre, wenn ihr jetzt diese Folge bewertet. Schaltet bei der nächsten Folge rein, nächsten Dienstag. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kind of. Now good vibes. Feel like a tide.